Hallo meine Lieben da draußen. Ich war gerade mit meiner Mama einkaufen. Also gibt es jetzt ein Food Haul. Und ich dachte mir, vielleicht interessiert es euch. Wir haben uns nämlich den Vorsatz genommen, ein bisschen gesünder und bewusster zu leben in diesem Jahr. Und da habe ich echt ein paar ganz coole Sachen eingekauft, die den einen oder anderen vielleicht interessieren. Sonst macht es euch einfach bequem. Lasst die Alte hier vor der Kamera labern. Und guck dann zu, was ich bei DM gekauft habe, was aber auch nichts unglaublich, so ist es besser, was aber auch nicht unglaublich atemberaubend ist. Ich fange jetzt an, weil die ganzen Sachen echt noch frisch sind. Ich bin gerade reingekommen und ja klar, also so gefrorenen Fisch oder so muss ich mal schnell wegpacken. Deswegen fange ich damit auch an, hoffe ich mal. Nee, kann ich natürlich nicht. Aber es wird jetzt... mit der Sünde angefangen. Und zwar die gut und günstig Gebäckmischung. Die kann man immer da haben. Ist einfach super. Hat gekostet 99 Cent. Dann habe ich uns gekauft Edeka Bio Hörnchen in Vollkorn. Das sind solche hier. Und die finde ich so cool. Die mag ich total gerne essen. Und Vollkornnudeln sind halt echt ein bisschen gesünder, weil sie mehr Ballaststoffe haben und einfach länger satt halten. Und der Körper diese Vollkornprodukte viel besser verwerten kann. So. Dann habe ich ja jetzt kommt nämlich. Die Vollkornhörnchen haben 89 Cent gekostet. Die habe ich jetzt hier. Pazifische Schollenfilets von Gut und Günstig. Wer erratet, wo ich einkaufen war? Richtig, Edeka. Und die haben gekostet auch 99 Cent. Noch Allgäuer Landjoghurt. 0,1% Fett. Damit mache ich mir morgens gerne mein Müsli. Also mache ich Müsli, Joghurt und Banane reingeschnibbelt. Die kommen auch gleich noch. Und dann... ja, vielleicht noch so ein paar Schokopops, weil ich morgens einfach so ein bisschen was Süßes dabei haben muss. Dann habe ich noch gekauft Giraumont. Einmal ein bisschen was Herzhaftes fürs auf Brot oder sowas, weil man kann ja nicht nur, weiß ich nicht, wie so ein Mönch leben. Und ja, ich rechtfertige mich jetzt auch nicht für all meine Sünden, die ich gekauft habe. Dann habe ich noch Mini-Roma-Tomaten. Dann habe ich noch Gulasch vom Rind, Klatsch. So, da habt ihr es, 500 Gramm, hat irgendwie 4,30 Euro gekostet. Aber das sieht richtig gut aus. Packe ich auch weg. Dann habe ich einmal Speisequark 250 Gramm gekauft. Auch schön gesund. Roggenvollkornbrot, das war im Angebot. Gut und günstig, weiß ich gar nicht. 89 Cent? 99 Cent? Ja, so. Dann habe ich nochmal Sonnenblumenkernbrot. Ich friere mal eins ein, weil wir das so schnell nicht aufbekommen. Und hole ich dann wieder raus und dann ist alles wieder gut. Das ist echt eine gute Variante und das Brot schmeckt genauso lecker, als wenn ich das frisch gekauft hätte. Was heißt frisch? Also jetzt nicht am Stück, sondern hier, ne? So in der Packung und das schmeckt eigentlich gleich. Keine Angst. Dann habe ich noch gekauft von Elkos for Men, das ist ja die Eigenmarke von Edeka, Duschgel belebende Limettenfrische Energy. Und das, ja, riecht halt wie so ein Männerduschgel. Also, keine Ahnung. Nichts, wo ich jetzt sagen würde, wow. Oder nichts, wo ich sagen würde, i. Und ja. Hat auch 99 Cent gekostet. Ich fahre heute voll im 99 Cent Fieber. Ja, für die alten Piepmätze habe ich hier Edeka Piepmatz-Körner gekauft. Und dann habe ich noch einmal Putenbrust. Dann habe ich Möhrchen. Hab Möhrchen gekauft. Und jetzt räume ich das eben weg. Und als nächstes gibt es von Edeka Power, das Küchenpapier. Heftig, oder?
Dann gibt es noch, Vorsicht, heftigen Lauch. Lecker, lecker. Kann man richtig guten Bulgursalat machen, wenn ihr das Rezept wollt. Bitte. Dann gibt es noch Feldsalat. Und jetzt kommen die gesunden Sachen. Aufpassen, also hier Lauch, ne? Und Banana Stones. Äpfel. Meine Lieblingsäpfel sind Elster. Die sind so nicht zu sauer. Die sind halt nicht so unberechenbar sauer, weil man weiß ungefähr. Also die sind schön säuerlich und frisch, aber haben auch eine gewisse Süße. Also das sind die Äpfel, die am allerbesten irgendwie Heißhunger stillen. Bei mir ist es jetzt so. Oder, ja, die ich einfach mal so zwischendurch essen kann. Die sind meine lecker. Mama bei DM, da haben wir uns was gekauft, aber nichts an dekorativen Kosmetik, außer meine Mascara, die ihr eh schon kennt. Da habe ich mir einfach geholt, einmal die Balea Handwaschseife, Cremeseife, Milch und Honig. Dann habe ich mir das Balea Rasegel Milk and Peach gekauft. Mein neues Lieblingsdeo, Balea Deo Body Spray Dark Glamour. Und es riecht so lecker, frisch und zackig. Und genau, zackig. Ist das eine Geruchsbeschreibung? Egal. Und dazu die hier. Die Handwaschseife. Yum, yum, yum. Voll gut. Ja, und dann halt wie angekündigt, ne, noch den Kumpel kennt ihr ja schon. Und bei Teddy gab es so Anzuchttöpfe, 20 Stück für 1 Euro. Und weil wir uns ja jetzt bewusst ernähren wollen und das heißt ja auch, ja, mit frischen Kräutern und so zu kochen, habe ich hier einmal Petersilie für 30 Cent mitgenommen, Basilikum und Schnittlauch. Die werde ich da eintopfen und mal schauen, was daraus alles so werden kann. Dann gibt es noch diese Fake Lashes hier. Die hat meine Mami mir mitgebracht. Und weil ja irgendwann mal bald Fasching ist, wenn dieser schreckliche Januar mit dem schrecklichen Wetter vorbei ist, dann kommt der schreckliche Februar mit dem schrecklichen Wetter und mit dem schrecklichen Fasching. Ich finde es nämlich ganz bescheuert. Aber ich mag es, mich zu verkleiden. Zu Halloween zum Beispiel. Und ich dachte mir, ich werde euch eventuell einen, ja, so einen Rainbow-Look oder sowas schminken und dazu diese kleinen Wimperchens nehmen. Und das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schreibt mir doch mal auf, ob ihr euch auch gesund ernährt, beziehungsweise was ihr in der Hinsicht macht, wo ihr euch noch verbessern könnt. Also mich würde wirklich interessieren, wer von euch darauf Acht gibt und wenn ihr tolle Rezepte habt, dann schreibt es mir doch einfach unten in die Infobox. Das würde mich richtig freuen. Dann tschö mit Ö!